Das ist also Maves Haus. Hübsch hier. Mhm. Oh, es passiert! Oh! Oh, shit! Es gibt ein Ending, für das man 2 Minuten so dastehen muss, ohne was zu machen. Es scheint, als wäre jemand gegangen, um das Spiel anzuhalten. Ohne angemessene Fürsorge und Abenteurer. Abenteuer starb Maves bald. Ich hoffe, deine kleine Pause war gut. Jemand ist in deinem kleinen Plausch oder deiner Pipi-Pause gestorben. Genau, Bulli. Was? Du warst Pipi. Wie lange war das jetzt? Das waren 5 Minuten. Also die Aufnahme läuft jetzt seit 2 Minuten 30. Ich denke, 2 Minuten waren es. Okay, 2 Minuten waren es. Okay. Okay. Ich esse noch. So lange. Außerdem, hi, willkommen. Das ist okay. Ich verlängere die Pause noch ein wenig. Aus der Asche deiner Schuld wurde ein neuer Held geboren. Yeah. Ash's Haus. Ich bin Ash Ketchum. So, dann würde ich sagen, wir werden uns als nächstes direkt, wir werden einem Ending nachgehen, welches uns dabei, was uns noch daran hindert, die ersten 4 Reihen zu komplettieren. Und zwar müssen wir dafür uns selbst in die Luft sprengen. Warum hast du ausgerechnet das Schwert mitgenommen? Damit ich hier direkt durchgehen kann. Spart Zeit. Achso, okay. Ich habe keine Lust, dann wieder da außen überall lang zu springen. Warum sieht Ash aus wie so ein Vogel? Sag mal. Ich will mal sehen, wie du erstmal zu Asche verbrannt wurdest, dann werde ich mich auch drüber lustig machen, was für ein verbrannt. Vogel du bist. Selber Vogel. Kaboom! Ash war so ein neugieriger Held. An diesem Tag dachte er, was wird passieren, wenn ich in der Nähe dieser Bombe bleibe, während sie explodiert. Mehrere Verbrennungen und Splitterfragmente am ganzen Körper sind passiert. Versucht das nicht zu Hause. Yes! Oh, es sieht so gut aus. 2 Tage später. War kein so langer Ausflug dieses Mal. Nee. Die schmerzhaften Splitterfragmente in der Haut von Ash haben wirklich geholfen, am nächsten Tag früh aufzustehen. Oh Gott. Oh Gott. Das kenne ich. So, dann würde ich sagen, wir versuchen nochmal mit dem Huhn zur dunklen Klippe rüber zu springen. Ja. Yeah. Okay. Da bin ich dabei. Wir wollten ja auch die Prinzessin, also diese Mimik-Prinzessin, umarmen, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob das hinhauen wird. Ja, ich meine, man kann es versuchen. Das Problem ist, wir kommen nicht nah ran an sie, ne? Eventuell kommen wir das weiß ich nicht ganz. Ich glaube, sie greift halt erst dann an, wenn man zu ihr reingeht. Genau, man hat ja diesen Sprung beim Umarmen. Das könnte vielleicht reichen. So, ist das überhaupt? Kommen wir hier überhaupt hoch genug? Bestimmt. Was war unser Ziel? Nein! Alter, wir müssen uns mit der Kanone irgendwie rüberschießen. Wir haben das doch schon mal irgendwie gemacht. Ja, mit der Kanone vielleicht. Ja, was, wenn wir einfach das Portal nutzen? Ich hab's auch komplett vergessen, dass das eine Option ist. Moment, aber hilft das? Da war ja was. Was? Da kommen wir auf jeden Fall rüber. Wir können von hier aus überall hin. Ah ja, wir kommen jetzt wieder ganz normal. Dieses Portal ist so hilfreich. Das ist so gut. Ich wünsche mir, hätte mehr Portale. Oh! Oh, hier oben ist der Fahrstuhl, nehme ich an. Oh! Hä, aber nee, ich dachte, das wäre Redstone. Wow. Oh, und hier können wir mit der Bombe entlang. Ja, aber haben wir das nicht sogar schon mal gemacht? Nee. Weiß ich nicht. So, das wird jetzt ein bisschen, ich glaube, ich will nach links. Will ich nach links? Wie komme ich jetzt am besten von hier weg? Kannst du links lang? Nee, kannst du nicht. Nee. Na gut, dann, ups. Musst du aufs Dach nach unten links jetzt hier, oder? Kann ich hier unten durch? Nein. Ich glaube, ich könnte halt da unten die Teile entlang springen, ehrlich gesagt, mit dem Huhn. Die Plattform. Ich will nämlich nicht, dass sie, wir können da nicht raus, wenn ich da in der Mitte reingehe. Nein! Wir nehmen eine Schaufel mit dieses Mal. Okay. Was haltet ihr davon? Oder die Bombe. Ich will die Schaufel mitnehmen. Mhm. Die Bombe ist nämlich ziemlich weit abseits vom Weg. Und die Schaufel, die ist einfach nur hier. Nee. Oh, da wird richtig losgeschaufelt. Da schaufelt er sich's rein. So wie ich. Oh, jetzt müsst ihr was in sich reinschaufeln. Was schaufelst du gerade nicht rein, Johnny? Genau das habe ich getan. Ich bin jetzt gerade fertig geworden. Oh, das war ein gutes Gulasch.
Oh, aber mit Kartoffeln, war sehr lecker. Ich esse Gulasch auch sehr, gerne mit Nudeln. Aber mit Kartoffeln habe ich auch gerade gebraucht. War schön scharf auch. Das ist ja auch Gulasch, was denkst du denn? Naja, es gibt genug mildes Gulasch, denke ich. Das, was wir was bei uns immer gab, war nie scharf. Siehst du? Ich hatte auch nicht unbedingt immer scharfes Gulasch. Was erzählst du denn hier? Ich wollte doch nur cool vom Maeve. Ich wollte doch Maeve beeindrucken. Ich will immer Maeve beeindrucken, okay. Mit scharfem Gulasch. Ich esse ja dermaßen scharf. Gulasch ist immer scharf, so scharf wie ich es esse. Jetzt werde ich angerufen. Ja, nein. Nein, dann bin ich der Nächste. Scheiße. Johnny wird gepfändet. Haben wir hier? Ja, genau, hier können wir hier rufen. Ja. Perfekt, oder? Hier kann ich nicht hoch, nein. Nee, aber wir wollten ja hier, Kommen wir jetzt zu der Terrasse rüber. Aber wieder das Huhn so ein bisschen auf der Schaufel. Was ist das hier gerade? Waren wir hier schon? Ja. Das kommt mir nicht so ganz bekannt. Was soll denn zur dunklen Terrasse führen? Dunkler Turm. Nee, oh, hier waren wir noch nicht, oder? Wir noch nicht. Wie haben wir das hier hingekriegt, nicht hier zu sein? Ich glaube, wir müssten noch ein Item mehr haben. Glaubst du, es gibt eine Art Turbo? Ja, vielleicht. Nee, an die Flöte kommen wir jetzt leider nicht mehr ran, ne? Die dunkelste Brücke. Flöte würde uns auch nichts bringen, außer dass wir es nochmal versuchen können. Geht an sich sonst kein aktiven Nutzen. Ich meine das Gewicht. Oh, nein. Mhm. Oh, Johnny ist wieder da. Oh nein. Habt ihr mich vermisst, Jungs? Hi! Ja, wir sind... Oh, hier sind wir! Ach so! Wer wollte Geld? Das ist links ist der Fahrstuhl. Und wir werden gleich die Prinzessin retten fürs Protokoll. Die IRS. Oh mein Gott. Ist es soweit? Das Finanzamt. Mhm. Da kann ich dir Geschichten erzählen. Die wollen meistens Geld. Die wollen ausschließlich Geld. Ich meine, wer sonst? Das steckt in ihrem Namen. Denen geht's immer nur um Finanzen. Was hat dieses Finanzamt eigentlich für Probleme mit Geld? Ganz vorsichtig. Hilfe! Oh oh. Ach ja. Nein, wir bräuchten den Greifhaken zusätzlich noch. Mist. So, lass mich kurz nachschauen, ob es wahr ist, dass sie erst dann angreift, wenn man zu ihr reingeht. Also, dass du einfach gehst jetzt. Ja, genau. Ja. Oh, guck mal, die ist gar nicht eingeschlafen durch die Flöte. Das passiert einfach so. Aber was ist das? Oh, das ist die richtige Prinzessin. Oh mein Gott. Die in dem anderen Castle. Als ob. Oh, du könntest jetzt von hinten zu der... Ich bin sowas für keine falsche... Ich hoffe wirklich, du gehörst nicht zu den Helden, die Frauen als Objekte behandeln. Man kann von hinten jetzt auch zu Mimik rennen, ne? Kein Kuss für uns. Für dich, Maeve. Okay, sie ist schon mal gestorben. Man sieht's. Das wäre so lustig, wenn... Dann haben wir wirklich die echte Prinzessin umgebracht. Das ist das Blut von vorher. Lass uns von hier verschwinden. Versteht ihr... Als wir auf die Prinzessin raufgehüpft sind, dann ist das wirklich, das war die echte Prinzessin. Da ist ein Klavier. Das ist ein Hinweis. Ein Klavier. Ja. Mutter, was ist das überhaupt? Wir danken dir. Du musst jetzt fliehen. Flieh um dein Leben. Oh, die falsche Prinzessin ist weg. Oh oh. Ja, sie läuft jetzt frei herum. Mhm. Oh, was liegt denn da? Das hier, Das ist Kleidung. Wir haben es wirklich mit einer Schaufel und einem Huhn geschafft, die Prinzessin. Oh, da rechts! Yeah. Seht das? Ich dachte, da würde so viel dazu gehören. Das Huhn ist so nützlich. Oh, hallo. Der Typ. Oder die. Nein, ich habe kein Schwert dabei. Davi. Nein, warte, so kann ich nicht abhauen. Was mache ich da? Wir bekommen das doch hin, abzuhauen, okay? Ja. Da können wir das Huhn. Ah, hier sind wir. Mhm. Okay, langsam aber sicher hauen wir ab. Das Huhn ist halt so wortwörtlich. Gut. Ja, es ist halt wirklich nützlich hier. Oh. Dafür Moment, brauchen wir vielleicht da kommen die Tür wir doch da durch, oder nicht? Naja, der Schalter ist schon gedrückt, die Tür ist geschlossen. Oh, okay, vergiss es. Wir sollten aber von da links irgendwann
Da ging es raus. Da war was möglich, da war was möglich. Was war das? Da war ein Ausrufezeichen. Ja. Ja, hier. Wir haben die Prinzessin und jetzt? Die dunkle Energien schwangen mit Ash und die Prinzessin mit und er verschmolz sie zu einem sexy dunklen Wesen. Eine Horde von Schergen folgte, die jede Menge absolut nicht sexualisierte Fanarts teilen wollten. Was? Zum Rosette-Dingens. Du bist okay. ein Waifu. Wie ist das jetzt passiert? Wieso brauchte man für dieses Ending die Prinzessin und musste sie in diesen Schlot schmeißen? Ne, wir sind jetzt fusioniert, wir sind jetzt eine sexy Prinzessin. Ich sehe schon. Man halb ist sexy Rosette. Prinzessin, halb Maeve. Die ist wirklich, wirklich sexy. Eine neue Prinzessin war in der Stadt und eine andere wurde in die dunkle Festung entführt. Jeden Tag wird eine neue Prinzessin entführt. Was machen diese Wachtypen den ganzen Tag? Die wachen überhaupt nichts. Oh shit, wenn nicht mehr... Es hätte Maeve Head werden können, ne? Ich nicht so Ash geworden. Im Gegensatz zu ihrer Berufsbezeichnung waren die Wachen eingeschlafen. Nee, ich finde, das ist ziemlich... genau. Das muss ich kurz auf mich wirken lassen, ja. So, ich werde diesmal das Schwert mitnehmen. Ja, für den Death. Oder für die Prinzessin. Oh. Nein, für wen wollen wir es mitnehmen? Ich weiß es nicht. Und Morgi, ich will nicht der sein, aber bitte geh mit der Prinzessin kurz zum Bett. Oh, oh ja. Nein. Das sollte man ausprobieren. Ich meine, sie hat extra darum gebeten, sie nicht wie ein Objekt zu behandeln. Also natürlich. Hell, sie ist erschöpft, ja. Ist sie wirklich? Ich meine, es beruht auf Gegenseitigkeit, hat nicht direkt was mit Objektifizierung. Ich wünschte, ich würde entführt werden. Mit Objektifizierung zu tun. Okay, Fully. Vielleicht hat sie ja Bock. Und nicht wir. Also Maeve. Ich bin nicht mehr da, ich bin tot. Maeve, der Lustmolch. Maeve ist tot. Maeve ist einer von diesen Helden. Wie wurde ich so Ash? Maeve ist auch so ein Molchi. Richtiger Lurch. Molche der Lurch. Der Lurch. Vielleicht sind wir jetzt aber schwer genug. Nein, wir sind noch nicht schwer genug für die eine Falle. Immerhin wissen wir ja jetzt easy, wie wir zur Prinzessin Aber hier kann man kommen. Noch raus, oder nicht? Da ist noch ein Ausgang hier. Wo ist ein Ausgang? Ja, aber den können wir nicht öffnen. Nein, da rechts, da kann man noch ran. Aber da kann man nur runterspringen, glaube ich. Ich bin ja noch nur in den Innenhof. Ja, ich, keine Ahnung, vielleicht kommt man ja hier wär's rausgegangen. Nein, oh! Ah, oh, es ist eine Markierung drin, dass wir das schon stimmt. Mal haben. Oh, stimmt, da ist jetzt eine Prinzessin schon drin. Oh. Können wir noch zwei mitnehmen. Vielleicht können wir mit anderen Sachen noch fusionieren. Wahrscheinlich andere Sachen. Dann hättest du mit dem Huhn jetzt auch gehen müssen. Warum geht es nicht mit dem Huhn? Ja, das ist die Frage, die ich mir aufstelle. Ich frage mich seit Anfang des Spiels, warum das mit dem Huhn nicht geht. Ja. Yeah. Also so generell. Das Huhn ist ja generell ziemlich nutzlos. Das meinten wir wenigstens eben. Aber das ist vorhin nicht gelobt. Bei dem Fluchtversuch haben wir uns gerade noch richtig drüber gefreut, das Huhn dabei zu haben. Da, seht ihr, das war nicht die Flöte, die pennt auch so ein. Naja. Ja. Wir glauben dir schon. Oh, ich hab vergessen, dass ich es beim letzten Mal auch gesagt habe. Ich dachte, ich wollte es sagen, aber dann waren wir abgelenkt. Der Enterhaken. Oh, da kann man den Enterhaken benutzen, aber. Wirklich? Ja. Yeah. Ich habe versucht, das Schwert zu verwenden. Kannst du es nicht wenigstens kurz warnen? Nein. Komm, ich habe schon zum ersten Mal erschreckt. Der Nötig wissen müssen, was jetzt passiert. Ein wenig erschreckt ist mich trotzdem. Alle, die in der vierten Folge erst anfangen, das Projekt zu gucken. Erschreckend. Wer macht sowas? So, wir nehmen Mr. Hux jetzt mal eben mit für den Fall der Fälle. Was wir wieder schaffen, uns zu softlocken. Mr. Hux klingt für mich immer noch wie irgendwas, was mit Haxen zu tun hat. Deswegen nehme ich ihn mit. Wieso denkst du an sowas? So ja, Haxen, wieso? Keine Ahnung. Stimmt, wir konnten immer noch mal probieren, ob wir hier mit einem Lava-Schmuckstück. Nee, wir kommen nicht nach oben dann, ne? Nee, wir kommen nicht rauf. Das sieht okay. So, vielleicht, weil ich gerade Gulasch gegessen habe. Kannst dich ja heilen. Dann denke ich trotzdem nicht an Hax. Ich denke nie an Hax. Mr. Hux mit AX. Ich weiß, was Johnny meint. Ups, nein! Genau. Das war ja gar nicht das Schwert. Warum das denn? H-A-X? Ey, das Schwert wollte ich auch noch mitnehmen, damit wir den Death umbringen können. Scheinbar das nicht C-H-S-E? Ja, Quatsch, C-K-S-E. Ich denke, du wolltest das Schwert mitnehmen. Was schreibt man? Du müsst so viel mitnehmen gerade, warte. Nein. Ja, Mr. Hux müssen wir zuerst machen, stimmt. Mr. Hux brauchen wir eigentlich gar nicht dafür, aber...
Wenn, dann schreibt man es mit CH. Ja, wir wollen gerade zu viel mit der Prinzessin machen, ne? Dass wir alles mitnehmen wollen. Ist doch CH, ja, nicht CK. Und dabei können wir eh nur eins machen, weil dann das Spiel zu Ende ist. Es ist völlig egal, Fulli. Dann geben wir der Prinzessin jetzt eine kräftige Umarmung. H-A-X. Brauchen wir dafür nicht irgendwas? Außer Mr. Hux. Ich glaube nicht. Den Enterhaken brauchten wir nur, wenn wir zu schwer waren. Also eigentlich nicht. Versuchen wir die Prinzessin zu umarmen. Und dann versuchen sie zu befreien. Und wenn das nicht klappt, dann. Nein, dann kann ich sie nicht mehr umarmen. Oh, was machen wir? Erstmal umarmen und dann nochmal rein. Was machen wir denn? Erst umarmen und dann nochmal umarmen. Ja, ich hätte die Schaufel gebraucht. Brauche ich die Schaufel hier? Nein, ich glaube, man kann auch, wenn man links entlang geht, kann man noch hier. Da kann man auch seinen Weg nach oben bahnen. Okay, einmal kurz ein Herz. Ja, das geht, du kannst den Turm hochklettern, ne? Ich kletter gleich deinen Turm rauf. Okay. Ich konnte gerade nicht an mich halten. Also nicht den Turm hochklettern, sondern genau da so hoch. Turm ist nur im übertragenen Sinne gemeint. Ich übertrag dich gleich. Über einem übertragenen Sinne. Was war hier nochmal? Ich habe keine Ahnung, aber es führt uns irgendwann zur Prinzessin. Ja, der Fahrstuhl, genau davon rede ich. Oh Gott. Ui. Das war mein PC, Verzeihung, das hat der manchmal. Einmal pro Tag hat der manchmal die Slowdown-Sekunde. Der hat ein wenig Schluck auf, manchmal passiert das. Ah, jack. Huch. Zu viel Gulasch für den PC. Das klang echt, willst du mich verarschen? Ah, jack. Oh, das klang aber echt. Das klang echt. So klingt Schluck auf. Ja. So klingt goofy. Was? Das ist, was Fully gemacht Johnny hat. Johnny meinte dich doch gar nicht. Fully hat was gemacht? Ja. Ja. Das, okay, ja, dann. Das wäre so seltsam. Hätte ich dir das geglaubt. Ich war verwirrt, dass du so erstaunt darüber warst, dass es echt klingt. Guck mal, ob du von hinten die Mimik umarmen kannst jetzt. Oh, ich kann den Schalter da links jetzt mitnehmen. Oh, stimmt. Okay. Einfach, ah! Einfach, wer hätte gedacht, dass ich diese Stachel diagonal bewegen könnte? Shad verfluchte die Spielentwickler und schwor Rache, während er ausblutete. Oh, es ist eine Falle gewesen. Das war definitiv eine Falle. Wie hieß dieses Spiel nochmal? Wir hatten so viele Pläne da und es war so enttäuschend jetzt. Irgendwie Dangerous Danny oder so? Wie hieß dieses Spiel, wo alle Dinge in Plattformen sich anders verhielten, als man es denkt? Keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie man den... Ash konnte nicht wissen, wem man vertrauen sollte und wem nicht. Es schien, als sei die Welt um ihn herum explizit dazu bestimmt, sich gegen ihn zu verschwören. Yeah. Ja, aber es gibt so ein Genre von so unfairen Plattformern. Ja, das meine ich aber gar nicht, sondern... I wanna be the Boshi. Wollt ihr eben Boshi sein? I wanna be the Boshi und Guy waren auch... Das waren Zeiten. Das waren noch Zeiten. Auf jeden Fall, dieses Spiel war so, dass man hat eine Münze bekommen und dann... Also irgendwie waren alle Regeln auf den Kopf gestellt, aber schon fair trotzdem. Okay. Was? Man hat eine Münze bekommen? Ja, man bekam eine Münze und die hat dann Schaden gemacht, aber das hatte auch irgendwie einen Sinn. Und ich komme nicht mehr drauf. Und auch da waren auch Stacheln und die waren dann aber gut für einen und so. Ja, ich habe keine Ahnung. Es war gegen jeglichen Instinkt. Das klingt aber ziemlich cool, ich werde es mir anschauen. Ja, es gibt einige auch solcher Plattformer, wo man dann zum Beispiel jetzt, du gehst ganz normal lang und plötzlich kommen Stacheln aus dem Boden und der Sinn ist halt, dass es ja, aber halt das meint er ja gar nicht. Es gab auch ich dachte, das meintest du. Nee. Nein, er meint, dass einfach nur die Regeln auf den Kopf gestellt sind, nicht, dass es unfair ist. Und es ist trotzdem fair, genau. Ja, ja, ich meinte nur, dass ich dachte, du meinst sowas ursprünglich. Ja, aber meinte ich ja nicht. Also, meinst du jetzt sowas? So, Newgrounds war auf jeden Fall. Auf Newgrounds gab es noch so ein Spiel, wo man irgendwie auch die Gegner gesteuert hat. Das war auch cool. Da kam dann so ein Plattformer-Held und du musstest immer der Goomba sein oder der Thwomp oder so. Oh, sowas liebe ich. Ich wollte. Ja. Ich bin sehr fasziniert davon, wenn man in Spielen die Bösewichte spielen kann. Ich wollte darüber auch mal ein Video machen. Für Spiele, in denen man das machen kann. Ich hatte selber wie mal eine Idee für so ein Flash-Game, wo man. So, das heißt dann irgendwie, I wanna be the boss oder irgendwie so eine Scheiße. Oder einfach, you're the boss vielleicht. Wo man einfach die ikonischsten Bosse aus dem Videospiel
ja, aus der Videospielgeschichte halt anders designt natürlich, damit es kein Copyright ist, aber wo man immer den Boss spielt. Sein Gameplay und seine Phasen machen muss und so. Man, oh, ich konnte es nicht verwarten, bis das Tor oben ist. Nee. Ash sprang in die Arme von die Prinzessin und machte deutlich, wie liebesbedürftig er war. Die Prinzessin entfernte sich und ging mit einem gewöhnlichen Wächter davon. Angezogen von seiner überragenden Passivität. Lass uns einfach Freunde sein. Oh. Ich hatte sie trotzdem. Zur Seite getreten ist. Als einzige Person. Wir konnten jeden anderen umarmen und rumkriegen. Aber ja, das, was du meinst, Johnny. Das klingt super cool. Ash weinte gerade in seinem Zimmer, als er draußen die Wache über eine andere entführte Prinzessin rufen hörte. Wird er diesmal seine wahre Liebe finden? Ich gehe ohne Mr. Hux. Es gibt keine wahren Liebe. Umarmungen sind vorbei. Was hast du jetzt vor? Die Prinzessin retten. Ich meine, so schwer, wie schwer wäre es, Bowser aus Mario Bros. 1 zu steuern? Man kann halt Äxte schmeißen und Feuerspuck und springen, aber der Typ outplayt einen halt die ganze Zeit und das muss man dann schaffen. Ich würde dich outplayen. Brauchten wir nicht ein Item zum Retten? Und das geht halt immer so weiter, Mogi. Das ist dann nur das erste Level und das zweite Level ist dann Mario Bros. 3 oder irgendwas aus Metal Gear, keine Ahnung. Oh, Metal Gear. Man ist der große Baby-Bowser im Hintergrund von Yoshi's Island und muss Dinge schmeißen. Irgendwie so. Ja, ich verstehe. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. So, seid ihr jetzt bereit, was anderes Cooles zu tun? Eine Prinzessin retten? Oh ja, ich rede nicht davon, die Prinzessin zu retten. Ich habe keine Lust. Ich finde das ehrlich gesagt ganz schön klischeehaft. Das haben viel zu viele Spiele gemacht. An dem Punkt finde ich das nicht mehr interessant. Oder weißt du, was ich gut fände? Wenn es noch mehr Spiele geben würde, die sich über dieses Klischee dann lustig machen. Mhm. Das ist sehr erfrischend. Stell dich vor, ihr würdet jetzt die Prinzessin retten. Wäre das nicht dumm? Also, ich bin anders. Ich mache mich nur drüber lustig. Also, was wir jetzt gerade hier zum 100. Mal. Sowas kommt bestimmt gleich auch. Oder wollen wir hier nach links? Oh, wir können gar nichts wie ihr. Was heißt, es kommt gleich? Oder war der Schalter hier? Gehen wir jetzt zum Mimik gleich? Vielleicht geht da auch die von der Mimik hoch? Nee. Nope. Täuschend. Seltsam. Da, 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 da. Aber wir halten einfach die Prinzessin. Eine Umarmung nicht, aber getragen werden. Ist einfach auf deinem Kopf. Das ist, was Prinzessinnen machen. Das hat auch Ruto aus Zelda gemacht. Meinte Melf nicht, du sollst das am Bett machen? Jetzt müssen wir erstmal zum Bett. Dafür müssen wir erstmal nach Hause. Ja. Ich weiß nicht, ob Mugi dafür bereit ist. Nein, die hat auch ein Bett. Ich bin nicht dafür bereit. Der. Oh. Du bist so tot. Mit der Prinzessin tot. Yep. Jetzt auf diesem Weg. Ey, schon die Prinzessin haben das Loch im Boden nicht gesehen und sind direkt in den berüchtigten Amboss-Hof gefallen. Wie wichtig. Dann wurden sie von zwei Ambossen zerquetscht, die aus dem Nichts kamen, weil. Plot. Videospiele. Videospiele. Oh Gott. Aber. Ich dachte, da wäre noch eine Brücke gewesen. Warum hast du eigentlich das Huhn diesmal nicht mitgenommen? Ja, das Huhn war wirklich nützlich. Weil wir es nicht brauchen. Im Endeffekt. Weil wir dann diesen Sprung überleben. Außerdem dauert es noch länger, wenn ich das Huhn extra noch holen muss. Zum Glück war es also eine Probe mit Stunt-Doubles. Jetzt, da Ash wusste, was er vor sich hatte, war er bereit, die dunkle Festung zu überfallen. Yeah. Tim! Wir sind schon wieder Tim? Was? Hä? War Tim nicht der allererste? Ja. Oh, jetzt gefällt mir die Lore langsam. Nee, jetzt ist der wiedergeboren worden. Ja, aber ich wollte gerade sagen, jetzt kommst du mir vor, als hätten wir irgendwie einen Bug oder so. So weit würde ich nicht. Ist das einfach ein Glitch im Spiel? Vielleicht heißt er nur zufällig Tim. Ist das nicht mega lustig? Stell dir mal vor, ihr glitcht ein Spiel. Ich würde Metal Arms Glitch in the System spielen. Stell dir vor, du würdest eine Videoreihe über Glitches in Videospielen machen. Was? Nichts. Wer würde denn eine Videoreihe über Glitches machen? Das hat doch gar keiner gesagt. Nee. Definitiv, du hast das nicht gesagt. Will jetzt jemand mit mir eine Videoreihe über Metal Arms machen oder nicht? Ich weiß nicht, was das ist. Du sagtest, das kennt keiner und das ist lame. Nein, das ist cool. Das kennt nur leider keiner. Nein! Das kennt leider kaum jemand. Okay, ja. Aber nein, würde ich auch nicht machen wollen. Alles klar. Ist dafür nicht so aufregend, was soll ich denn sagen? Es dauert super lang, bis das Spiel cool wird. Ich meine,
In dem Spiel, pass mal auf, Johnny, weißt du, was du in dem Spiel machen kannst? Wieso denn jetzt ich? Ja, aber pass mal auf! Es wird gleich alles Sinn ergeben. Wenn man dann Gegner sieht und wenn man hinter ihnen steht, wenn man sich quasi ansneakt, hat man, man spielt Roboter, man hat dann so ein Teil, mit dem man dann die Kontrolle über sie übernehmen kann und dann ist man Gegner. Und als der kann man dann durch die Gegner durchlaufen und sie dann angreifen und sowas. Es ist das Spiel, was ich meinte. Und also deswegen habe ich dich angesprochen. Ich fand gar nur den Aufbau dieser Konversation lustig. So, ich gehe hier entlang. Nicht runterfallen. Ich mag Gegner kontrollieren. Ich glaube, das Gas für Ratchet. In Nier Automata kannst du jeden Gegner kontrollieren. Quasi. Ich habe ein ungutes Gefühl. Außer Bosse. In Mario Odyssey kannst du es auch. Kennt ihr Mario Odyssey? Glaubst du wirklich, dass die gute Idee ist, durch die Vordertür zu marschieren? Was soll schon passieren? Der dunkle Lord! Nein, das ist. Warte, was ist das? Ich glaube, du bist Level 80 oder hast irgendwelche. Ich wollte mit drüber springen! Ich hoffe, du hast irgendwelche Ausrüstung, ist auch geil. Wir haben wirklich mit Tim die Prinzessin gerettet. Tim wusste, dass er nur eine Chance von 0,01% hat, diesen Kampf zu gewinnen, aber die Stimmen seiner imaginären Freunde schwangen mit und erfüllt ihn mit Mut. Vielleicht hat die nur ein bisschen mehr Mut davon abhalten können, in zwei Hälften geteilt zu werden. Hatten wir nicht einen magischen Schild oder so? Oh. Wir haben ein Schild. Ein magisches Schwert irgendwo. Und ich glaube, magisches Tim Schwert. Hat leider die Prinzessin nicht gerettet. Hatten wir nicht ein Masterschwert quasi? Ja, das ist in unserem Haus. Wo waren das? Ja, wir haben nur ein Schwert. 546 Stiche später war Tim in einem Stück wieder bereit für das Abenteuer. Wie? Ey Jungs, an dem Punkt glaube ich, das ergibt gar keinen Sinn. Es ist langsam, glaube ich, das ist gar keine Simulation des echten Lebens. Dieser Wasserzahn. Wie wollen wir die Prinzessin jetzt retten? Langsam, glaube ich. Das ist eine gute Frage, wie können wir die Prinzessin retten? Wir könnten dem Lord umgehen, wenn wir das Huhn nehmen und nach unten gleiten. Ja. Das ist richtig, wir können durch den einen Schacht gehen. Eben. Oh, stimmt. Da müssen wir nur sehr schnell sein. Dafür. Sag doch, Fully und ich sind große Huhn-Fans. Ja, ich mag Chicks. Ich tue ihm Unrecht. Also Fully. Ich würde gerade beantworten, den Greifhaken dieses Mal, oder? An dem Punkt habe ich leider nicht mehr. Ja, wir brauchen den Greifhaken. Ich bin nur noch. Deswegen muss ich darüber auch nachdenken, während ihr euch über Mädels unterhaltet. Ja. Ich meinte Hühnchen. Doch nicht vor all den Mädels. Mädels! Kok, kok! Geflügel. Habe ich recht? Vergessen. Ich esse kein Geflügel, danke Johnny. Ich habe immer noch nicht verstanden, was eine Geflügelschere ist. Oh, das ist doch das Schwert der Legende. Eine Geflügelschere ist, damit du halt, wenn du ein halbes Hähnchen oder so machst, damit du es halt. Damit du es halt zerteilen kannst. Ja, also, war halber Hahn nicht ein Sandwich? Ja, das ist. Halber Hahn ist ein Sandwich, aber es ist. Nein, halber Hahn ist unser GTA 5-Clan. Ja, das Hähnchen, ja. Das stimmt. Aber, ja, halt. Halbe Hähnchen gibt's trotzdem auch zusätzlich zum Käsebrot. Ach ja, halbe Hahn war ein Käse. Kölner sind schon komisch. Ist seltsam. Ja. Was erzählt ihr da überhaupt? Ich hab gesagt, was die Geflügelschere ist. Und ihr könnt es einfach nicht akzeptieren. Du hast einen Hahn halbiert und Fully meint, es ist ein Käsebrot. Und ich war die gesamte Konversation über bei Gaumenschmaus. Oh, jetzt ein Gaumenschmaus. Morgi, weißt du, was ein halber Hahn ist? Das wär's. Ich weiß, was ein halber Hahn ist, ja. Okay. Nein, ein halber Hahn. Halbe. Halbe? Natürlich nicht. Mhm. Okay, gut. Mhm. Auf jeden Fall habe ich es immer noch nicht verstanden. Ihr habt mir zwar erklärt, dass man eine Geflügelschere nutzt, um Geflügel zu schneiden. Das weiß ich. Aber was, also, wieso ist das die Schere ist sehr, die Schere ist ziemlich stark. Und damit kannst du sehr einfach die Knochen durchschneiden. Dann kannst du einfach durch die Knochen durchschneiden. Ja, aber es gibt ja auch nicht irgendwie. Es gibt so selten einfach nur eine Schere für irgendwelche Dinge. Wisst ihr, was ich meine? Also ist es wie eine Heckenschere, aber für Fleisch? Ja, aber weißt du, wie viele verschiedene Messer es allein gibt für jede Kleinigkeit? Ja, deswegen. Und ich find's komisch, dass dann diese Geflügel so eine Schere bekommen. Na, ich denke, das ist ziemlich sinnig. Vermutlich, ja. Natürlich. Dann wären wir nämlich wieder zurück bei der Hebelwirkung. Hey, da bin ich. Das würde ja sonst nicht existieren, das ist mir schon klar. Wieso gibt's keine Pizzaschere? Gibt es.
Ich wollte das gerade ansprechen. Es gibt ja sogar Leute, die mit Pizzen, mit einer Schere ihre Pizzen schneiden. Fand ich so eine Person. Verloren. Es ist seltsam. Sie hat mal eine Pizza allein gemacht und habe ich sie gesehen, wie sie vorher zur Gewohnheit der Schere holt. Habe ich gesagt, nein. Mit einer normalen herkömmlichen Schere, womit man auch Geschenkpapier schneidet, einfach eine Pizza durchgeschnitten. Das gibt's öfter. Das hast du nicht gemacht, oder? Ich? Ich habe sie davon abgehalten, aber sie wollte es. Ich habe es nicht gemacht. Fanny hat's anscheinend vorgehabt. Aber was spricht das dagegen? Wohl gemacht. Nutzt ihr so eine Pizzaschneider, so eine Rollmesser? Ich nutze immer so einen Roller. Ich habe so einen Rollmesser. Ich muss mir sowas mal holen. Ich glaube, sowas ist cool. Es ist gar nicht so. Es ist nicht so toll, wie du denkst. Wenn du keine Spielmaschine hast, ist es erstmal super anstrengend, die zu reinigen. Yeah. Außerdem, immer wenn du an den Rand stößt und der ist ein bisschen höher und härter als bei, also manche Pizzen haben da nicht das Problem, aber bei anderen, dann floppt dir dieses Stück immer so hoch und es ist heiß und so. Bist du den Rand durch? Nein, das kenn ich. Nein, Johnny, das liegt an dir. Nein, das liegt nicht an mir, das passiert. Nein, das ist mir noch nie passiert. Pass auf, ihr macht den ersten Schnitt, ne? Habt ihr so zwei Halbkreise, macht den zweiten, habt ihr so vier Viertel. Und wenn ihr dann noch mehr wollt und an den Rand stoßt, dann aha, da ist sie also. Bin gelandet. Das ich? Oh Gott, als ob es so viele davon gibt. Oh nein. In verschiedensten Varianten. Das ist eine Bombe. Und das war's jetzt. Was ist das? Das ist für nichts gut. Einfach ein kleines Extra-Ding, denke ich. Na, manchmal stoße ich auf jeden nach Fall. Rechts rübergehen, nach links gehen müssen, um abzuhören. Hätte man noch was machen müssen? Du kannst sie töten. Yes. Die Upwell-Palette. Ja, und was wolltest du sagen? Na, auf jeden Fall habe ich mit dem Pizzaschneide-Rundcutter-Dings manchmal Probleme, den Rand durchzutrennen, wenn es schon sehr kleine Stücke sind. Mehr wollte ich nicht sagen. Ah, so, das Ding ist schon. Hä? Ich wollte gerade sagen, es kann gab ja so ein Spiel, was so aussah, aber. Kann man mit der Apfelpalette da einfach rüberlaufen? Aber kann man so nicht rüberlaufen. Nein! Was ist? Ja, ich stirb jetzt. Nein, werden wir nicht, aber. Wieso sollte man stirben? Die Krone! Oh, da liegt eine Krone! Aber ich dachte, da wäre eine Brücke, über die ich drüber laufen kann. Warum dachtest du das? Weil Maeve das irgendwie gesagt hat. Weil ich das gesagt habe. Nein, weil es wirklich so aussah. Okay, das kann man auch noch einmal machen. Oh! Los geht's! Das kann man auch noch einmal machen. Yes! Warte. Dreimal machen. Was? What? Sun Wang schwang mit den dunklen Mächten mit und verwandelte sich in eine Monstrosität, die anstelle von Eiern Bomben legt. Wir waren doch mit dem Mut schon mal da. Ja, das ist seltsam. Ja, vielleicht muss man das in der Reihenfolge machen oder man braucht immer die Prinzessin dabei. Wir waren danach mit dem Sinn, dass man die braucht. Okay, macht vieles nicht Sinn, aber... Die Explosion ließ Tim nach Hause fliegen. Ja, das generell keinen Sinn mehr, das ist ein schwacher Spruch. Weil wir jetzt Tim sind. Ich wollte euch nur noch mal fragen. Warum sollte man nicht mit einer normalen Schere eine Pizza schneiden? Es funktioniert. Du kannst sie waschen. Wenn du eine Pizza ich da... Ja, nein, das ist halt die Sache. Du musst sie halt davor und dann... Nein, pass auf, das Problem ist, dass du sie davor und danach waschen musst. Und im Endeffekt ist das dann eine Schere, die du eigentlich nur für Pizza hast. Ja, eine Pizzaschere, das gibt's ja auch zu kaufen, soviel ich weiß. Ja, dann zweifle ich nicht, aber... Wenn man gerade keine im Haus hat, dann habe ich große Zweifel daran. Ich meine, so der Roller, du gehst einfach mit einer Hand drüber, ziehst ja deine Linien, hast es geschnitten und fertig, hier schmeißt es in die Spüle. Der Fully zieht deine Linien. Bei einer Pizzaschere musst du erstmal mit der einen Hand die Pizza festhalten, dann darüber schneiden, dann gucken, dass du, während du in die Mitte gehst, dann die Seiten wechselst, damit du nicht deine Hand voll saust. Und es ist einfach ein so viel anstrengenderer Prozess, weil du das ganze Ding immer in die Hand nehmen musst, anstatt dass du mit dem Pizzaroller einfach so drüber gehst. Wie heißt nochmal dieses italienische, dieses Beil, das einfach holen können? Was man einfach so hin und her wippen kann? Ich glaube, ich konnte dich auch springen. Meinst. Ah, meinst du dieses Messer mit den zwei Griffen und in der Mitte ist es so gebogen? Das will ich irgendwann für Pizza nutzen. Das wäre gut für Pizza, das würde ich verstehen. Ja. Wie heißt das? Ja, weiß ich gerade nicht. Das ist das, was wir nicht wissen. Das italienische Hackebeil. Na, irgendwie Metzer. Das gab's bei Food Wars, da hat der eine das und dem wird das auch geklaut. Das stimmt wirklich, das war ihm voll wichtig. Und deswegen hat er es auch voll so genannt, nein, meine Mezzalina oder so. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass es Mezzalina heißt.
google das jetzt. Ich auch. Die gute Mezzalina. Dazu will ich nicht nein sagen. Darunter finde ich jedenfalls nicht. Ich hab schon mal ein Bild davon, wo ist die Bezeichnung? Ach komm schon! Na, kannst du nicht nach ähnlichen Bildern suchen? Ja, aber warum steht das nicht, wie das heißt? Oh wow, Doppelwiegmesser. Nein, ich will natürlich die italienische Bezeichnung oder das, wo man es halt drunter kennt. Doppelwiegemesser? Ja, das ist halt. Oh. Unter dem Begriff kennt das doch niemand! Das kennt keiner unter dem Begriff. Aber ich weiß ja nicht, was du meinst. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich kennt man es unter dem Begriff, aber ich meine noch so ein anderes Wort. Das ist uns aufgefallen, ja. Was, wieso euch? Fully und Maeve sind total interessiert, wie das heißt. Ich wollte das Spiel spielen. Ja, ich, war auch so, ich war auch ansonsten nicht so interessiert daran, ich will ehrlich sein. Jetzt, ich weiß, wie es aussieht, bin ich auch das nicht mehr wieder, das ist jetzt wieder die Palatschinken-Situation, es tut mir leid. Okay, so mal wie das Ding hieß. Siehst du, die sind auch total investiert. Nein, ich bin nicht mehr interessiert. Ich habe gesehen, wie es aussieht, ich bin nicht mehr interessiert. Wie hieß dein Messer? Drück den Knopf. Ich müsste den Knopf an sich nicht drücken. Nee, aber du kannst ihn drücken. Aber ja, wir meinen Wiegemesser. Dann kriegst du zwar den Hinweis nicht, aber ich glaube, du bist nicht den so interessiert. Den Hinweis will ich auch nicht wirklich. Wollte ich gerade sagen. Du bist nicht so interessiert. Ey, selbst im Wiki steht Wiegemesser. Ja, das wird schon richtig sein. In welchem Wiki? Im italienischen Messer-Wiki? Nein. Wir kennen es beide aus der gleichen Show und ich habe dann von der das Wiki. Eigentlich will ich nur das Wort aus dem Anime. Im Food Wars Wiki steht es so. In der Wikiria. Ja, im Food Wars Wiki steht so. Ja, dann muss es ja richtig sein. Ja, wir dachten, da ist da halt der andere Begriff drin, aber das ist ja, Deutsches. Ja, würde mich echt interessieren. Aber es ist jetzt auch. Ich mag es, dass du nicht auf Wikipedia geschaut hast, sondern im Food Wars Wiki. Doch, es heißt Mezzaluna! Du hast Mezzaluna gesagt, da Mezzaluna ja, gefällt mir. Ja, aber es fast. Jetzt hab ich's auch. Mezzaluna macht voll Sinn, weil es ein Halbmond Mezzaluna, ist, oder? Mezzaluna, Special Knife. Das heißt ja so viel wie Mondmesser. Oder? Was könnte man hier machen? Die Mimik ist noch da. Ja, was könnte man... Hi, so, Mimik. Siehst du, warum jetzt kann man von hinten an die Mimik ran? Jetzt können wir das Spiel wieder weiterspielen, jetzt bist du ja wieder hier. So, jetzt ist der Wissensdurst gestillt. Ich kann die Prinzessin irgendwann noch umbringen, aber nicht heute. Nicht jetzt. Warum nicht? Oh nein! Hey, wenn ich nur eine Mezzaluna hätte! Jetzt müssen wir sie endlich mal retten. Jetzt ist sie weg. Oh. Also ich bin ehrlich, ich halte eine Pizzaschere für sinnvoller als eine Geflügelschere. Nee. Aber ich bin nur sehr engstirnig, weil ich glaube, ein Metzger oder so nutzt eine Geflügelschere wahrscheinlich sehr gut. Was würdest du sagen, wenn sie so einen Geflügelroller haben? Nee, dann schon eine Mezzaluna. War das so neben? Oh ja, ich hab vergessen zu erwähnen, sie haben mir diesen speziellen Durchgang für den Fall eines Feuers gebaut. Du hast ihn auch so entdeckt, also ist wohl keine große Sache. Ach komm schon, als ob wir hier bleibt fliegen das können. Bleibt das jetzt da als Abkürzung? Ja, wir können die Kanone nehmen. Nein, können wir nicht, ich kann nicht nach oben. Flieg über ihn rüber. Aber du kannst, ja, flieg einfach so weit nach links. Über die Wache. Gehen. Oh, das ist nicht die Wache, ist der dunkle Lord. Komm schon. Oh shit. Er sieht's nicht. Yes. Kann ich einen mit nach Hause? Ich einen mit die... Jetzt, hol ihn dir. Oh. Hol dir den Diener. Oh mein Gott. Okay. Ups. Das, Warte, was ist unser Plan? Was ist unser Fluchtplan? Abhauen. Gehen nach Hause. Ja, aber wohin? Nach Hause. Nach Hause. Im Schlafzimmer. Okay. Ja, das habe ich verstanden. Ich meinte eher, ob wir das von hier aus schaffen, aber anscheinend schon. Davon will ich ausgehen. Creepy. Durch den Greifhaken ist alles möglich. Oh, willst du den Käfig sperren? Creepy. Oh, ja, pack sie da rein. Ist da jemand drin? Seht ihr die Augen? Nee, ich sehe keine Augen. Ich weiß nicht, ob es Augen sind, es könnten welche sein. Es sieht aus wie leuchtende Augen dort in einer... Doch, da ist eine Nein, Gestalt das ist drin. Der Stein im Hintergrund. Das ist der Stein im Hintergrund. Die Siegel. Okay. Nein, das meint Fully doch Zeit dafür, ich... Als ob die Prinzessin hier opfert. Können die Prinzessin opfern. Nein. Also, hier ist anscheinend auch noch ein Ending. Mir scheint, hier ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, wir müssen das machen. Nein, es geht dann nach links. Okay. Es gibt ja noch einen anderen Weg. Aber wir müssen halt irgendwann nochmal hier hin, dann die opfern. Okay. Eines Tages. Das ist der Part der 100 Prinzessinnen enden.
Werde ich hier jemals rauskommen? Na, du hast den Enterhaken. Du hast einen Greifhaken. Meine ich ja. Darüber, was meint Moggy ja? Ob er hier jemals rauskommt? Okay, ja, das war okay, das war sehr hilfreich. Ich kam wieder raus. Wir sind immerhin rausgekommen. Also unten. Na gut, dann gehen wir hier wohl längs entlang. Oh, da war noch, konnte man noch nach unten gehen. War die Truhe nicht schon mal offen? Ja, die war schon mal offen. Warum ist die? Da kann ich die Prinzessin reinsperren, aber ich will fliehen. Warum gibt's hier so viele Optionen mit der Prinzessin? Ich habe gerade den Fluchtweg versperrt. Wirklich, können wir die Prinzessin da reinsperren? Ja, ist doch egal, wir müssen das Ending doch sowieso machen. Was war das gerade? Das Huhn. Ja, aber ich habe nur Angreifen gedrückt. Achso. Ja, dann mach Kiste. Ich denke, der dunkle Lord ist da rechts wieder. Dann mach Kiste. Wir können hier runter, oder? Alles cool, ja. Wir gehen hier runter. Oh! Kann man den von hinten töten, den dunklen Lord? Ich werde es sicher rausfinden. Von hier aus erreichen wir auf jeden Fall. Aber erstmal hey, dunkler Lord! Wir werden hier viel zu sehr wieder verlockt. Geh zum Portal, nicht hier hin. Ist das Portal nicht hier? Ich habe keine Schaufel. Ist das Portal hier? Ich glaube, es ist weiter rechts. Oder entweder weiter rechts oder weiter links. Das Portal war doch in. Nein, es ist. Wir müssen rechts und dann in die Wand direkt links, um zum. Das Portal war unten bei den Zehen. Es ist unter uns. Wir haben keine Schaufel. Nein, du kannst da trotzdem hin. Wie? Es ist halt riskanter hinzugehen. Nein, das ist über den Stacheln. Ich werde das nicht versuchen. Wir versuchen es so. Wir schauen, ob wir hier irgendwo hinkommen. Ja, du hast recht. Es ist über den Stacheln. Oh nein. Wir haben das Huhn. Oh, ja, alles gut, Prinzessin. Tun. Ups. Gott, die Prinzessin zu holen ist so stressig. Oh nein. Oh nein. Alles gut, wir werden das tun. Wir werden so nicht sterben. Seht ihr, werden wir nicht sterben. Seht hier das Blut. Das ist mein altes Blut von damals, aus meinem früheren Leben. Wie kann das hier immer noch sein? Wir sind Tim. Gute Arbeit, Mori. Das ist der Geysir. Der schießt uns zum Schloss, oder? Hoffentlich. Ja, ich glaube schon. Komm schon! Ja. Wäre aber nicht schlimm. Wir haben es endlich! Oh! Fliegt direkt nach links! Stimmt! Let's fucking go! Oh, wir haben's! Den Geysir sollten wir öfter aufsuchen. Oh, das ist eine dramatische Flucht. Ja, der war ziemlich hilfreich. Yeah, die Musik dazu. Und das Huhn hat alles geregelt. Seht euch die Freiheit! Oh. Freiheit an! Was ist denn als jetzt? Ob das der das fucking Battlebus und der Schulbus. Ey, was soll das? Wisst ihr was? Da gehen wir ein anderes Mal hin. Ja. Fully kann das wirklich nicht leiden. Was kann Fully nicht leiden? Ja, so, was soll das? Warum ist das hier? Eine Videospielreferenz, also so ein Spiel, das kann. Das sollte nicht so negativ klingen. Das kann ja nicht sein. Das wäre eigentlich alle. Yes! Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir did Prinzessin. It. Yeah. Oh. Yes. Achso, wir haben sie nicht zum König gebracht, sondern nach Hause. Und wir sind am PC. Tim, der es geschafft hat. Wir sind am PC und sie hat eine eigene Truhe. Tim und die Prinzessin sind zu Tim nach Hause gezogen. Yeah! Sie verdient ihr Lebensunterhalt damit, Videos von Schatzkisten-Unboxings, Videospiels, Streamings und leckeren Rezepten zu veröffentlichen. Das ist der Traum. Oh, stimmt, wir haben sie falsch zurückgebracht. Wir sollten sie jetzt zum König gezogen. Das ist der Traum. So, ja, würde ich sagen, wir gehen eine Runde, wir holen das Huhn und dann gehen wir mal eine Runde mit dem Fortnite-Bus drehen. Ich dachte, wir haben sie absichtlich falsch zurückgebracht. Nein. Tim hat mit all diesen leckeren Rezepten ein paar Kilo zugenommen. Für die Prinzessin war nur das Äußere von Bedeutung, so dass sie ihn schließlich fallen ließ. Aber ohne seinen Schutz wurde sie schnell entführt. Es war nur das Äußere. Bin ich froh, dass ich schon PC dran war. Jetzt. Zum Glück ist das nicht Maeve. Ich bin so froh, dass ich schon dran war. Ja, kann ich ja den PC? Die, Yeah. Nein. Wenn wir die hässliche Kreatur gewesen wären, hätte sie dasselbe getan. Für sie war nur das Äußere wahrscheinlich. Einfach zu gut gehen lassen. Vielleicht war einfach die hässliche Kreatur, die abscheuliche Kreatur ihr Ding, wenn wir das gewesen wären. Du bist ja gar nicht mehr ohne. Du bist ja gar kein Haufen Haut und Muskeln mehr. Du bist jetzt. Du hast ja jetzt Knochen, was soll das? Ich verlasse dich. Aber ich mag's, wie die Füße so klein sind. Und wir wobbeln so rum. Oh Mann. Oh shit, pass mir auf das Portal. Nah. Das Portal ist es. Wir wollen nicht zum Portal. Wir wollen woanders hin. Zum Battlebus, stimmt. Aber warte, ich hätte ja auch einfach runtergehen können. Egal. Egal.
Wir sollten auch nochmal den Atomsprengsatz mitnehmen und zu der Bombe da, also hier zu diesem Geysir mitnehmen. Oh nein. Oder? Oh nein! Oh, das war ein Fehler. Was war. Ich hasse diesen Abschnitt, ich weiß immer noch nicht, was man hier machen kann. Du kannst mir dieses Gras verschneiden, aber sonst. Ja, du hast das. Ja, geh hoch. Geh da hoch. Oder hier war der Kornspeicher. Oh. Was, wenn wir das tun da reinbringen? Ich da durchgraben. Aber ein Kornspeicher war auch noch was. Aber das ich hab's vergessen. Das klappt. Ich würde das Huhn gerne in den Kornspeicher bringen. Das stimmt. Das Huhn im Kornspeicher, das klingt wie das Bett im Kornfeld. Das muss passen. Tja, wir werden es wohl nie herausfinden. Das Huhn werde dein Korn finden? Ja. Auch wenn es blind ist, irgendwann wird es mein Korn finden. Eine blinde Sau findet auch mal eine Eichel. Ja. Yeah. Das verstehe ich nicht. Es geht um Frauen, oder? Da gibt's ehrlich gesagt nichts zu verstehen. Wow. Oh, hier sind die ganzen Developer, die wir umgebracht haben. Also das ist alles zwischen allen. Nein! Hier, der eine fehlt. Ach, auch deswegen eine? Haben sie uns nicht mehr konfrontiert. Ja. Weil es nur noch einer ist. Und der sieht die Scheiße. Haben wir den eigentlich gesehen? Lieber. Ich weiß nicht, ob wir den gesehen haben. Das ich kann mich gut, nicht wir erinnern. Sind hier, wir sind beim Geysir. Wir sind hier beim Geysir! Und sofort nach links! Flieg! Woo! Juhu! Das war falsch, glaube ich. Nein, ich hätte springen müssen von der Spitze aus. Warum bist du zurückgezogen? Ja, weil ich dachte, ich kann noch zurück, aber dann. Egal, es reicht noch. Yeah. Dann bist du doch direkt nach links gegangen. Wolke. Wolke. Oh. Let's go. Ohne zu überlegen, bestieg Tim diese Flugmaschine. Es waren ungefähr 100 verärgerte Leute drinnen, die sich gegenseitig mit Hass ansahen. Ach komm. Dann fing der Fahrer an, alle ohne ersichtlichen Grund durch die Hintertür hinauszuwerfen. Es gibt dafür keinen Grund. Ah, wir haben das Huhn immer noch. Schon wieder Battle Royale. Nochmal Battle Royale. Da wollten wir Victory Royale. Nee, vorhin war wir haben Victory Royale. Victory Royale war das, richtig. Die Frage ist, was wollen wir jetzt mit der Prinzessin machen? Wollen wir sie zum König zurückbringen? Wir können sie zum König bringen, wir können sie töten. Oder wollen wir sie umbringen? In die Kiste schmeißen, wir können sie in die Kiste bringen. Die meisten Passagiere starben nach dem Aufprall auf dem Boden. Andere benutzten ihre Hühner, um den Sturz zu verlangsamen und suchten nach Waffen, um die verbleibenden Überlebenden zu töten. Tim ging einfach nach Hause und versteckte sich unter seinem Bett, bis keine Schüsse mehr zu hören waren. Oh, das ist unser Held. Wie wär's, wenn wir die Prinzessin umbringen? Ganz zwei Schwert. Tage später. Weißt du was? Stimmt, wir haben die Prinzessin noch gar nicht umgebracht. Ja, mir gefällt die Idee. Ich würde sie noch gerne opfern, tatsächlich. Wir machen bald. Das müssen wir auch noch. Oh, eine neue Schatztruhe. Das sind zwei Truhen. Zu der kann ich ja gar nicht gehen, ich bin zu schwer. Moggi, ich kann nicht springen. Moggi, geh mal kurz nochmal zurück, da waren zwei Truhen, einer neben den Kompass nochmal. Ja, aber ich kann nicht hochspringen. Das habe ich doch zweimal gesagt. Er hat es doch zweimal gesagt. Okay, never mind. Alles gut. Ich habe gesagt, ich kann nicht hochspringen, ich bin zu schwer, ich kann nicht hochspringen. Moggi, geh nochmal zurück. ich hab das scheinbar nicht richtig wahrgenommen. Ja. Passiert den Besten. Ich mach das wie Moggi. Was passiert in diesen Federkonstellationen? Lassen, weil er dachte, okay, er meint was anderes. Dann erzählt er genau das, was passiert hat. Das in diesen Federkonstellationen öfter der Fall. Man hört sich nicht zu oder man bekommt es nicht mit und die Leute sind dann so, lasst euch doch mal ausreden. Was, Johnny? Ja. Mein König, ich werde sie holen. Nein, du willst sie töten. Ich weiß, ich habe ihn angelogen. Vergiss nicht schon wieder die Mission. Nein, er wird sie holen. Er kommt sie holen. Ich wollte einfach nur die Gewissheit geben, dass ich den Job übernehme und die dann nicht übernehmen. Moggi wollte einfach nur ein Drecksack sein. Wir können einen Teil mitnehmen. Was für ein Teil? Na, ein Ohr. Das Herz, Ich glaube, ich würde keinen Menschen an sein Ohr oder Herzen erkennen. Wir sollten die Prinzessin hypnotisieren oder irgendwie erpressen. Okay, Johnny. Umbringen und zerstücken ist eine Sache, aber hypnotisieren und erpressen, das geht mir zu weit. Es würde zu diesem dicken Charakter passen, der dann in irgendwelchen Hentais immer... Ich hole einen Ohrring. Ja, es gibt diese Trope, dieser Fat Bastard oder so wird er genannt. Ist ziemlich nett. Johnny,
Stop. Ich meine ja nur. So denkst du also über mich, ja, Johnny? Ich nicht. Die. Ich meine, der fette Bastard bekommt eine Menge Action. Siehste? Morgi weiß, wovon ich spreche. Nein, nicht wirklich, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ja. Es klingt nicht nach irgendwas, das ich mir jemals freiwillig anschauen würde. Ich bin auch kein großer Fan. Aber wenn ich gezwungen werde, dann wird's wohl so sein. Das muss halt. Was, wenn ich hier hochgehe oder den Schalter zu aktivieren? Oh, stimmt, das geht ja auch. Stimmt. Hoffentlich ist dann die Tür offen hinter der Mimi. Das könnte eventuell sein. Aber ey, Prinzessin! Hey! Hey, hey, siehst du diese Klinge? Hey, ausgerutscht. Mit dem Schwert in der Brust. Oh, die sitzt tief. Ui, da kann ich nicht mehr viel machen. Tim wollte wissen, ob das Erstechen von die Prinzessin ein spezielles Ende freischalten würde. Es überrascht nicht, dass die Prinzessin einfach nur starb. Tim fühlte sich irgendwie verantwortlich. Weiß ich aber nicht sicher, weil er nicht gut darin war, Frau zu verstehen. Oh. Das ist ein Mimik. Ich meine, ja, das hatten wir tatsächlich vor. Okay, ist einfach nicht dann, gut darin. Dann nimmst du den Enterhaken mit und das Messer und dann gucken wir mal, ob wir hinter die Mimik kommen. Und wenn nicht, dann machen wir irgendwas mit der Prinzessin. Okay. Sie opfern. Prinzessin erwies sich als Betrügerin. Nach einer langen Zeit im Schatten trat die wahre Prinzessin vor und erhöhte ihren richtigen Namen im Optionsmenü. Was? Minuten später wurde sie vom dunklen Lord entführt. Was? Das war nicht die richtige. Optionsmenü? Wo steht der richtige? Ach, nein! No. Fully. Hey. Ich meine, okay. Der Heldenname? Was fällt dir da ein? Fully. Okay. Sehr gut. Nein, wiederum, es sieht nicht so sehr aus wie Fully. Nimm das Schwert mit. Und ich meine, das ja, brauchen wir nicht das Huhn, um die Prinzessin so opfern zu können. Seit wir dick sind, haben wir einen PC. Wir wollen ja die Mimik töten, vielleicht. Geht das ja. Und wenn das nicht geht, dann machen wir irgendwas anderes mit der Prinzessin. Was ja, man braucht das Huhn nur. Ja, wir brauchen das Huhn nicht. Dieser PC ist jetzt einfach hier, wenn wir dick sind. Aber ohne das Huhn können wir die dann opfern? Also kommen wir dann dahin zu der. Ja, nein, aber wenn du nicht wegkommst, dann kannst du mal mit der ins Bett gehen. Ich weiß immer nicht, wo das Bett war, aber... Oh ja, die zweite Schatztruhe oben. Das Bett ist direkt da rechts. Spannlich, Name. Hypnotisieren und erpresst ist die eine Sache, aber... Gott, dieses Spiel hat so viel Stuff. Glaubt ihr, Hypnose existiert? Nee, ich glaube nicht dran. Glaube ich schon, aber nicht so, wie sie halt im also ja, dargestellt wird. Ich denke, es ist definitiv was dran, weil... Ja. Mein, komm schon. Das ist ganz offensichtlich, also dass man Leute manipulieren kann. Nicht wirklich zu krassen Sachen gezwungen werden oder so, aber dieses, dass man, meine Mom sagt, sie wurde mal hypnotisiert und zwar dazu, dass sie unbedingt noch so eine Decke in so einen Mülleimer stopfen musste. Weil es hat sie einfach nicht in Ruhe gelassen, dieser Gedanke. Ich habe das Gefühl, kann ich mir vorstellen, dass es in so eine Richtung von einem Placebo-Effekt. Einfach, dass dir so viel eingetrichtert wird, dass du... Dass der Verstand da einfach irgendwas bei dir auslöst. Ich weiß. Aber dann wiederum ist halt aber auch die Sache, dass Leute, auch wenn sie bei irgendwelchen, keine Ahnung, wenn du jetzt bei irgendeinem Stamm bist, der irgendein Ritual macht und alle tanzen sich in Trance und sowas, kannst du auch richtig wegtreten. Ja. Ich meine, ja, dieses Trance-Ding, an sowas denke ich, also wo du so wirklich in eine Zone reingehst. Ich meine, Hypnose scheint sehr ähnlich zu sein. Das schaffen irgendwie viele Menschen auch beim Arbeiten oder Kinder, wenn sie spielen mit Lego oder so. Dann ja, oder auch, keine Ahnung, wenn man dann Musik können sie sich selbst hört hypnotisieren. Und irgendwie was. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, komplett abdriftet, irgendwie beim Fahren, beim Spazieren oder sonstiges, da kannst du ja auch in so eine... Komplett abdriftet. Nein, da kannst du ja auch in eine Zone gehen. Ja, das gibt's. Es gibt Leute, die fahren Auto und dann irgendwann so, oh, ich fahr ja Auto. Oh. Ja, du arbeitest, du machst alles automatisch. Nein, das ist wirklich so, das gibt's. Ja, das existiert. Die fahren so automatisch, dass sie irgendwann merken, oh scheiße, ich bin ja die letzten 10 Minuten Auto gefahren. Oder ich schlafe immer, also ich kann das nicht anders, ich schlafe immer automatisch in einem Bus oder in einem Zug ein beim Musik hören. Ich werde sofort müde und penne weg. Aber ich wach genau dann auf. Ich kann nicht hoch. Wenn ich raus wirklich? Muss. Das ist eine super Ja, Kraft. Immer. Es ist, noch, cool. Es ist noch nie fehlgeschlagen bei mir. Du bist zwar schon ein, zwei Mal bis zur Endstation hin und zurück gefahren, aber du warst wieder noch nie. Ausstiegspunkt. Aber das wäre lustig, wenn du dann aufwachst also, bei der richtigen Haltestelle. Das wäre lustig, ja genau. Du bist aber schon dreimal hin und her gefahren. Auf jeden Fall Hypnose. Oh, ich verstehe es. Ich hoffe wirklich, du gehörst nicht zu den Helden, die Frauen wie Objekte behandeln und wir nehmen sie mit wie ein Item.
Ja, das ist der Joke. Oh, das ist das. Wir gehen ohne sie hier lang. Ja. Yeah. Das ist der Dunkle Lord. Wir können ihr ja auch ein Lied vorspielen. Eigentlich schon. Davon kann sie ein Lied singen. Wenn wir die Flöte hätten und dann das Klavier, dass wir... Du hast die Fully. Dann haben wir eine Band. Lass uns hier verschwinden. Nein, ihr wisst, was das wird, was jetzt passiert, ne? Welche Art von Belohnung wäre es, Fully wert, unzählige Fahrt und Feinde zu überleben? Ich weiß nicht, welche Fully gemeint ist. Oh Gott. Oh nein. Stimmt. Ein Quickie mit Fully. Fully ging schnell, wollte ich nochmal erwähnen. Ich weiß legit nicht, was da wäre. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Wir haben es, das war so. Wir alle wissen es nicht so ganz. Oh mein Gott. Wir hätten es wirklich nicht. Wir haben das da so. Ja, aber Tim so hat sein Gewicht verloren. Ich meine, Fully. Welcher Tim? Fully wachte auf und erkannte, dass er seine Kleidung nach seiner Begegnung mit Fully zurückgelassen hatte. Vielleicht sollte er sich mit etwas bedecken, damit er unsere Empfindungen nicht verletzt. Meine Empfindung ist verletzt. Das konnte ich die ganze Zeit über durchwechseln, tatsächlich. Oh, let's go! Wir brauchen den einzig wahren Fully. Okay. Was denn? Auf zur Prinzessin. Ja. Was denn? Was denn? Fully ist weg. Was denn? Ich würde sagen, wir werden diesmal wieder versuchen, wir werden die Prinzessin opfern. Ja, oben an dem Gerät oder unten in der Kiste? Also mich. Wollen wir mit dir in die Kiste oder ins Gerät? Das war eine ernst gemeinte Frage. Ich finde es nicht okay, zu was sie mich zwingt, ich würd mit mir zu machen. Okay, also Fully, du würdest also lieber Fully opfern, Fully. Ja. Yeah. Ist das Masturbation an dem Punkt? Nein. Selbstbefriedigung. Fully mit Fully. Erinnert mich daran, dass ich so, das war irgend so ein Did You Know Gaming Video. Da haben sie eine eigene Argumentation gebracht, die ich sehr seltsam fand. Und zwar in, Gott, ich glaube, das Spiel zu Spider-Man 1 oder Spider-Man 2. Und da kann man Mary Jane irgendwie mit dem Glitch klonen. Und das so aussieht, als ob der Charakter, oder was? Nein, mit dem Cheat konnte man so machen, dass man selbst halt sie spielt mit dem Model von ihr. Und dann in der Endszene küssen sie sich. Und hat er gesagt, oh, das ist ziemlich umstritten wegen Inzest. Und ich dachte mir, warte, mit dir selbst, das ist eine Sache. Ich glaube nicht, dass das Inzest ist, weil Gott, ist es ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Ja. Es kann nicht neu verwerflich sein, wenn es einfach gar nicht dazu kommen kann. Wie kommt man auf sowas? Die Begründung fand ich sehr seltsam. Ja. Ich finde es ziemlich ego-viel. Das kann ich akzeptieren. Bestimmt nennt sich sowas Self-Test und existiert wahrscheinlich im Internet. Ah, absolut, alles existiert. Ja, alles existiert, deswegen. Und es gibt viele Leute, die sehr verliebt in sich selbst sind, Maeve. So. Nein, Fully! Was spielen wir denn hier gerade? Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Ich bin genau hallo, aber ich bin Millennial, ich hasse mich. Aber ich meine, du bist auf jeden Fall noch auf der Suche nach dir. Das stimmt. Ich bin noch in meiner Selbstfindungsphase. Ganz schön narzisstisch. Oh. Wir sollten uns irgendwann mal die zweite Kiste im Schloss angucken. Ja, noch eine Kiste. Oh yeah, das machen wir danach. Irgendjemand von euch notiert sich das jetzt, okay? Okay, Fully. Ich hab's mir mental notiert. Ah, er wird's vergessen. In 10 Sekunden wird das vergessen. Nein, ich vergesse nie was. Deswegen sage ich, dass jemand von euch machen soll und nicht ich. Oh, also was ist passiert? Was war das denn? Du hast deinen Ausstieg verpasst. Ich kann es jetzt auch nicht beschleunigen oder so, also. Was passiert, wenn man da runterstürzt? Die klassischen Dark Souls-Tricks hier. Also was passiert, wenn man hier runterstürzt ohne Huhn? nichts. Ist das auch passiert, aber was, wenn du drunter bist? Trance-Ding fällt mir eine Sache ein. Ich wollte die ganze Zeit eine Sache erwähnen und jetzt weiß ich wieder was. In Rhythmusspielen kann man da sehr stark reintreten und man performt in der Regel immer sehr viel besser. Oh ja. Funktioniert das am besten bei Trance-Liedern? Ich meine, vielleicht. Ich frag mich halt, ob diese Art von Hypnose, die man öfter auch mal so von so, keine Ahnung, von so Laien-Hypnotiseuren sieht, dieses... Guck auf meine Hand, 3, 2, 1, du bist weg. Und dann sind die so weg und klappen so kurz ein und dann lässt man sie irgendwie eine Zahl vergessen. Ja, an sowas glaube ich nicht. Ich weiß es immer nicht.
Ich habe das Gefühl, das ist Humbug. Es sieht immer so seltsam aus. Ich würde so gern das, was mal jemand mit mir macht. Und ich würde mich auch nicht wehren. Ich würde es einfach ausprobieren, ob es wirklich klappt. Weil ich glaube, wenn man bewusst dagegen angeht, geht es irgendwie nicht. Aber ich wüsste gern, ob das alles geschauspielert war, was ich dazu jemals gesehen habe. Es gibt ein Video, was ich dir in dem Bereich empfehlen kann, was sehr interesting es ist. Es gibt halt so viele von diesen Videos, wo Leute einfach so... Und du bist weg. Wo war das jetzt? Die Maschine. Hier links. Und du schläfst. Links, ja. 3, 2, 1, du wachst wieder auf. So, das ist immer so richtig... Was? Schnell. Ja. Und Morgi hat vergessen, was wir hier spielen. Oh nein, ich habe vergessen, wie ich meine Blase unter Kontrolle halte. Über den dunklen Moment, das war nicht meine Absicht. Ich mach das nicht sauber. So, ich möchte sie bei dem Item-Opfern abgeben, denn ich möchte sie wie ein Objekt behandeln. Ich finde das nicht gut, wie du mit mir umgehst, Moggy. Ach ja, das bist ja du. Ja. Ja. Nein, schaffst nein, das Fully. Da hast du nur dich selbst zu verurteilen. Ja. Nee. Wieso? Da kann Moggy also, nicht. Da kann Moggy nicht. An dem Punkt finde ich das Guilt-Tripping und Gaslight, das finde ich nicht okay. Was du da mit dir machst, ist ganz allein dein Ding, okay? Zieht mich damit nicht rein. Hör auf mit diesem Strohmann-Argumenten. Ich will kein Strohmann, okay? Aber ein, Ja. Fuck, wie heißt dieses Wort? Nicht Strohmann, sondern... Es geht ja nicht nach links weiter. Oh Gott, ich bin nicht mehr richtig. Doch, nee. Du bist im Geysir. Wir kommen nach oben. Ja, aber wo kann ich sie dann opfern? Ach so, das war da. Da oben. Ja, das können wir ja wann anders noch machen. Auch was. Ja, geben wir sie beim König ab. Genau. Was ist denn die Kanone da? Die Kanone da, die wir da sehen. Ist das ist eine Kanone? Oder ist das ein Skelett? Wo ist eine Kanone? Das ist ein Skelett. Nee, da Schild. Das ist eine Leiche von uns, oder? Aber da ist noch irgendwie eine Kanone, sah so aus. Der Ballon ist weg. Nein, egal. Kanonis sind ja sowas von süß, deswegen habe ich gleich alle geheiratet. Oh, da ist der Bus! Oh, der Bus! Ja! In den Kamin mit ihr! Oh. Nee, ist sie mir nicht wert. Aber da waren extra Ausrufezeichen und man kommt dann sonst nicht hoch. Wir hatten gerade die einmalige Gelegenheit. Ja, aber ich will lieber das richtige Ende sehen. Wir waren ja schon ein paar Mal drin. Das Video ist außerdem schon bei über einer Stunde. Ach so, ich dachte, das wäre ein Ausrufezeichen bezüglich der Prinzessin gewesen. Weiß ich nicht. Okay, dann. Nach all den Jahren, die Fully in einem Verlies verrottet war, war Fully nicht das nette kleine Mädchen, an das sich alle erinnerten. Oh nein. Sie sperrte den König ein und übernahm die Kontrolle über die Armee. Versklavte alle und befahl ihnen, eine prächtige goldene Statue von ihr zu machen. Nach so vielen Jahren wäre ich auch ziemlich. Ich wäre auch ziemlich sauer auf meine Retter, ehrlich gesagt. 69 das kann ich nur nachvollziehen. Von 100. Sieben Jahre später. Bulli würde sowas tun. Ja. Sind die schon 100 Jahre vergangen? Nein, 74. Jahre später verbannte ein neuer Krieger Fully und wurde König Fully. Nur der König, Fully konnte irgendwie entkommen. Oh, das ist verwirrend. Okay. Ey, da ist die Statue da oben. Die Statue ist, ja. Die Kiste. Stimmt. Sie war jetzt auch Monarchin. Ich bin jetzt zweimal dort verewigt, als Königin und als Königin. Stimmt. Jetzt haben... Was ist mit der zweiten Kiste? Aber ich glaube, jetzt haben wir sie alle. Oh, Karte. Ich kann für den Kompass. Oh, wir haben eine Karte. Du hast die Karte jetzt. Oh. Der Monarchen werden wir wahrscheinlich nicht mehr finden. Pass auf, wir können jetzt. Wir können das auswählen. Und dann wird es angezeigt auf der Karte? Ja. Beziehungsweise, nein, es wird uns. Beweise deinen Glauben. Der Kompass zeigt es uns auch an. Oh. Ja, doch, wir müssen da jetzt hin. Geh nach da. Ich nehme das Huhn mit und dann, schießen wir uns hoch. Und dann beweisen wir uns. Oh, warte, nein, ich glaube. Nein, ohne Huhn kann ich mich nicht hochschießen. Kann ich ohne Huhn hochspringen? Ja, doch, ohne Huhn hochspringen. Dieser Monolog, wo du dich nicht entscheiden kannst. Wie kamen wir nochmal hoch? Ich glaube nämlich, wir müssen da ohne Huhn versuchen hinzukommen. Moment, pass auf. Oh, hier ist auch ein Portal. Warte, ist das, was ist das für ein Portal da unten? Wow. Oh, stimmt, das kennen wir gar nicht. Haben wir das jemals angeklickt? Nee. Das existiert jetzt zwar mal, das Spiel, aber jetzt... Warte. Seit wann ist das hier? Was? Ich weiß auch nicht.
Oh, vielleicht sind wir die Prinzessin, die Prinzessin in ihr Gemisch. Wir sind beim Aufzug. Geh nach rechts. Ja? Oh mein Gott. Ja. Damit kann man also die Prinzessin-Endings ein bisschen schneller holen. Hätten wir das Problem ist nur, dass ich jetzt gerade sonst nichts hab. Dabei hast du. Naja, wir können sie trotzdem ganz links opfern, denke ich. Ja, ich denke auch. Ja. 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 Hilfe! So, ich höre schon, wir vielleicht am Klavier was vorspielen können. Was solltest du dir mental notieren, Fully? Hm, stimmt. Nackt mit am Klavier. Hä? Ihr habt die Truhe mitnehmen. Ja. Oh, jetzt kommen wir allerdings nicht mehr. Ich wollte nur mal schauen. Es ist hier nicht weiter nach rechts gehen, ne? Wir haben mich nicht so schlecht behandelt. Wieso hast du dann das gesamte Königreich unterjocht? Von wegen im Kerker verrottet. Das war eine Lüge. Können wir drauf landen? Warum? Was ist das denn? Okay. Boah, können wir vielleicht den Grund haben. Kann man den dunklen Lord umarmen? Wenn man da drauf... Oh ja. Und dann hat man das Spiel gewonnen durch Liebe. Oh, das ist das. Wir haben das wahre Ending, das gute Ending zwar schon gehabt, indem wir uns einfach ins Bett gelegt haben, aber das wäre wahrscheinlich auch eins. Da kannst du nicht runterspringen. Wir haben keinen Huhn. Ja, alles cool. Oh. Okay, gut gemacht. Er hat sich die Kniescheiben gebrochen. Ja, nein! Da hat der Mogi uns geprankt. Ziemlich hops genommen. Oh, du kannst es hoch. Oh, was ist denn hier links? Jetzt die Kanone? Was ist das schon immer? Woher? Ja. Ja. Zu dieser Jahreszeit? Warte, wollen wir uns wegschießen? Das ist dein Fluchtplan. Wir wollen eigentlich auch mal die ganze Zeit die Prinzessin opfern. Wir wollen sehr viel tatsächlich. Und das ständig. Ja. Wir sind halt, wir halt immer so viele Möglichkeiten. Ja. Oh. Das reicht, um über ihn drüber zu springen. Seht euch an, wie wir flattern. Wir sind wie ein eigenes Huhn. Ja. Wir sind jetzt das Huhn. Okay. Schau dir meinen Kompass an. Guck mal, der zeigt nach oben. Warum kann ich den nicht mitnehmen? Irgendwas ist doch mit dem. Der guckt so komisch. Mit dem stimmt doch irgendwas nicht. Ist mir sehr so, was war hier das mit dem Item? Ja. Oh, das Item abgeben war dann links. So, jetzt aber. Was machen wir jetzt? Das macht mir wirklich Angst. Setz mich sofort ab. Mhm. Das ist die Truhe. Was wollt ihr? Truhe oder? Abgeben. Die Truhe ist halt am schnellsten jetzt. Aber ich weiß nicht, wo das andere Ding ist. Ich will auch abgeben, ehrlich gesagt. Sowas von beim Pfand abgeben. Ist das gleich hier oben? Ja, abgeben mal ganz oben. Ich meine, das ist oben. Auf ins Fundbüro. Entschuldigung, ich habe hier eine Prinzessin gefunden. Hier links, ne? Entschuldigung. Wir schauen kurz. Links. Oh. Aber das haben wir noch nie gemacht. Tritt der Gruppe bei? Nein, da ist einer! Journalisten. Der ist falsch rum. Wir können nicht mit dem, wir müssen ihn umbringen. Das ist der Oh, das machen wir noch. Ja, okay. Ja, das, das ist lustig. Ja, langsam machst du mir Angst, lass mich runter. Nein. Oh. 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 Fulia Maltazopfern war genau das, was das Königreich brauchte. Die Götter freuten sich und es begann zu regnen, wodurch die Felder wieder fruchtbar wurden. Das Königreich wurde gerettet. Yes, wir haben gerettet. Wir haben eine Bohnenranke wachsen lassen. Meinte die ist da jetzt? Das ja, so cool. Ich glaube schon. Vier Jahre später. So, glaubt ihr, wenn man alle Endings hat, sind 100 Jahre vergangen oder mehr? Willst du die kleinen Wurm töten? Oh Götter, nehmt unser bescheidenes Opfer an und gebt uns das Wunder des Regens, schrie Fully von Sorse. Wisst ihr was, wir machen noch eine Folge. Das haben wir jetzt an dem Punkt aufhören können. Vor allem jetzt haben wir den Kompass und alles. Es ist immer noch so viel. Oh, 75% des Spiels. Ja, deswegen auch. Und wir haben jetzt auch den Kompass und die Karte. Das heißt, wenn wir noch ein paar Hinweise mitnehmen, sollten wir schnell was machen können. Ja, ich glaube, das Spiel ist 100 Jahre lang. Ziemlich sicher. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann. Tschüss.